Stellt euch vor, ihr bekommt endlich Arbeit in einer Mine, könnt euren Familien ein angenehmes Leben ermöglichen, um dann von einem Tag auf den anderen euren Job zu verlieren. Genau dieses Schicksal ereilte die Menschen in diesen verlassenen Wohnblöcken. 3 der 6 Wohnblöcke sind bis heute bewohnt. Ein Anwohner erzählte uns, dass es sich sogar um Eigentumswohnungen gehandelt hat. Doch viele konnten durch die Schließung der Mine ihre Raten nicht mehr bezahlen. Wir können nur hoffen, dass diese Familien dennoch ihr Glück noch gefunden haben. So, einen wunderschönen und willkommen zu einem weiteren kleinen Lost Place Video hier auf diesem Kanal. Wir sind heute tatsächlich mal nicht alleine unterwegs, denn wir haben die guten Adventure Dog dabei. Ihr kennt die drei vielleicht. Und wir werden uns gleich mal so ein bisschen aufteilen. Ihr seht schon, im Hintergrund befinden sich verlassene Wohnblöcke. Den Tipp habe ich von einem Zuschauer bekommen. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Und wir werden uns das Ganze jetzt angucken. Wie gesagt, teilen wir uns auf. Vielleicht treffen wir mal aufeinander. Kann natürlich passieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich drin. So, hier haben wir tatsächlich Hütte Nummer 1. Das erste Haus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt als erstes mal in den Keller rein und schauen uns das Ganze hier unten mal an. Alter, hier sind noch richtig ein paar Blumenkübel stehen hier noch rum. Und hier sind noch richtig so, wie man das früher mal gemacht hat bei Kellern, noch so Holzdinger. Das ist ja unglaublich, so selbst zusammengezimmerte Holzdinger. Da vorne liegt irgendwas, das gucken wir uns gleich an. Und hier steht tatsächlich noch eine. Was soll das sein? Ein Ofen? Vielleicht ein Ofen? Könnte gut möglich sein. Und hier steht noch ein altes Regal mit ein paar Sachen, aber auch nicht wirklich sonderlich viel. Irgendwelche Metalldinger sind hier in dem Regal rum. Hier ist sonst noch ein leerer Raum. Schauen wir nochmal weiter vorne. Irgendwo müsste Flora auch rumgeistern. Wie gesagt, Adventure Dog, die drei, Mike, Annika, die geistern und Mooncake, die geistern auch irgendwo rum. Ich glaube, jetzt höre ich Flora. Also es sind nicht plötzlich Schritte über uns. Es müsste Flora sein, die jetzt da gleich um die Ecke kommt. Hoffen wir es. Es ist Flora. Aber hier habe ich gerade gesehen, Leute. Hier sind noch richtig schön alte Deutschland. Ist das Deutschland? EM 92. Also haben wir hier schon mal einen ersten Hinweis. Oh, hier, guckt euch das mal an. Der Rudi Völler. Der gute Rudi. Ach, oh, Klinsmann ist hier auch noch. Jawohl. Aber sonst im Keller hier. Nicht sonderlich viel tatsächlich. Ich schätze mal, dass hier vielleicht mal ein Regal gestanden hat oder irgendwie sowas. Könnte gut möglich sein. Hier steht noch ein Regal und hier auch nichts mehr. Alles klar. So Leute, dann gehen wir wieder nach oben. Da wird es auch definitiv heller. Schauen wir mal, was wir da noch so Schönes finden. Hier ist sogar noch so ein alter Briefkasten oder sowas. Obwohl das hier wahrscheinlich eher die Briefkästen gewesen sein werden. So wie ich das sehe, ist da keine Post mehr drin. Das wäre es ja gewesen. So, das ist hier dann schon tatsächlich eine Wohnung. Das Badezimmer steht noch komplett, so wie das aussieht. Ins Klo gucken wir gar nicht rein, obwohl ich gerade sehe, da stehen irgendwie 2 Klos. Warum stehen da 2 Klos? Badewanne auch noch intakt. Und hier noch schön zum Handtücher aufhängen. Oh, hier hat sich einer richtig schön irgendwelche Steine dran gemacht, dass das alles ein bisschen schöner aussieht. Und hier könnt ihr übrigens sehen, jede Wohnung hat sogar einen Balkon. Und da hinten, das Haus ist auch noch komplett verlassen. Und ich glaube, da hinten gab es auch noch ein Haus, was auch noch komplett verlassen ist. Wir schauen uns die alle in diesem Video an. Da könnt ihr euch definitiv drauf freuen. Ansonsten werden wir jetzt noch ein Stockwerk höher gehen, weil hier vorne die Wohnungen, die sind alle, wie es scheint, leer. Deswegen schauen wir jetzt noch mal ein Stückchen nach oben. Hier ist auch wieder ein Badezimmer. Sonst einrichtungsmäßig steht hier tatsächlich nichts mehr rum. Was geil ist, ist, auf dem Balkon wachsen einfach anscheinend die Weihnachtsbäume. Also da kannst du einfach Glocken, Kugeln ranhängen, bisschen Schmuck und dann kannst du hier dein Weihnachtsfest feiern. Hier haben wir noch ein blaues Badezimmer. Und hier steht auch wieder so ein alter Herd rum. Richtig alt, das ist doch sogar noch hier mit wo man Holz reinmacht, um das anzuheizen. Und dann hier oben die Herdplatte. Schön das Essen kochen hier für die Arbeiter und ihre Familien. Das wird, oh, vielleicht war es mal ein entspanntes Leben hier. Wer weiß das schon. Noch ein Stockwerk. Jetzt auch schon wieder schön blau. Irgendwie haben die echt alle eine andere Farbe hier, die Badezimmer. Unten schön blau, also da jetzt auch blau, aber hier sogar schön gefliest. Und hier ganz wichtig, Leute, nicht im Stehen pinkeln. Hier ist noch irgendein Button. Zähne putzen nicht vergessen, steht da drauf mit einem Rümelmonster. Aber hier sonst die Räume auch alle leer. Hier gibt es sogar kleine
Fluchtkammern hier. Fluchtkammern nicht, aber man hätte da locker was verstecken können hinter, oder Leute? Hinter so einer Klappe? Schön im Zimmer? Also ich weiß, was ich früher als Jugendlicher dahinter alles versteckt hätte. Schreibt's mal in die Kommentare, was ihr dahinter alles versteckt hättet. So, wie es der Zufall will, da treffen wir wieder auf Mike, Annika und Mooncake, die sich hier in dem anderen Block schon mal rumgetrieben haben. Gucken, was die machen. Oh, jetzt ist aber hier ein Kamerabattle. Und du? Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Wir machen jetzt einmal einen fliegenden Wechsel. Das ist so niedlich. Könnt ihr das schon fast als Behind the Scenes hier verkaufen, Leute? Eigentlich schon. Schauen wir jetzt mal, gab es hier noch irgendwas Interessantes? Die Kinderzimmer. Oh, tatsächlich, hier. Noch eine richtig schöne alte. Na, Cars ist es nicht. Das ist noch der Vorgänger von Cars. So, jetzt gehen wir hier nochmal runter. Wir kommen hier, wie gesagt, direkt durch den Block. Und hier sieht es jetzt richtig schon mal interessanter aus. Zumindest steht hier schon mal ein Stuhl. Das ist der erste Stuhl, den ich hier sehe. Der irgendwie richtig rumgeschmiert. Eklig aus. Ja, sieht irgendwie eklig aus. Und hier ist auch noch ein. Oh, was ist das denn? Das ist aber von Cindy aus Marzahn hier, das Badezimmer. Oder nicht? Hier auch noch so mit einer schönen Blumenverzierung hier so dran gemalt und dann hier irgendein Dreck dran geklebt. Ist das Kunst oder kann das weg? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber hier hat sich einer Mühe gegeben und empfand das mal als schön wahrscheinlich. Das ist doch Groot, oder nicht? Hier kommt schon tatsächlich auch ein bisschen der Schimmel durch, wie man das hier so ein bisschen sieht. Ich gehe jetzt nochmal hier unten und da lächelt mich tatsächlich schon etwas an. Hier liegt tatsächlich noch. Ich nehme an, es ist ein Rucksack. Es ist ein Rucksack. Und alle haben tatsächlich noch diesen Herd. Das klaut wahrscheinlich keiner, weil es einfach keiner mehr braucht. Aber das ist ja echt eine kuschelige Wohnung hier. Schaut euch mal die Klingel noch an. So ein richtiger Rington wahrscheinlich. Und guckt euch mal an, was hier Gruseliges rumliegt. Eine Krücke und ein Puppenkopf. Also hier hatte echt jeder sein Badezimmer komplett unterschiedlich gestaltet, ne? Keine einheitlichen Badezimmer. Und hier ist auch schon wieder so ein Ding zum Ziehen für die Klospülung. Aber interessant finde ich, das ist das erste Klo, was nicht, ne, ihr wisst schon, voll ist mit menschlichen Fäkalien. Wir müssen tatsächlich wieder hoch und über den Dachboden hoch, weil wir nicht hier rauskommen. Also hier sind wir komplett eingesperrt. Deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder hoch. So. Ich weiß gar nicht, wo die anderen sich rumtreiben. Vielleicht sind die auch schon draußen. Da ist wer. Oh mein Gott. Also das ist verbarrikadiert tatsächlich hier, das Haus. Hier noch so die alten Klingelschilder. Teilweise sogar noch mit Namen drauf. Na, da sehe ich doch aber eine Katzenklappe. Guck mal hier, die filme ich jetzt hier. Guck sie dir an hier. Wie die Einbrecher. Hey, das habe ich schon ganz oft gesehen hier. Mike, na hier. Familie Licht, die wohnen ganz häufig irgendwo. Die haben sich vermehrt wie die Kaninchen. Der war so schlecht. Ja, aber stell mal vor, da ist wirklich Licht und jemand denkt, es ist wirklich Licht. Hä? Die wohnen in dem ganzen Haus hier. Da wohnt auch Familie Licht. Ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, müssen wir mal gucken, was bei Praktika so im Angebot ist. Ne? Ja. Guck mal, wie uralt einfach diese Zeitschrift ist. Sind das, ist das noch D-Mark? Steht gar nicht drin. Ja, ist ja dann auch geringerer Pflegeaufwand. Ach so. Oh, hier steht tatsächlich noch ein Kühlschrank. Das war in dem anderen Block nicht. Jetzt ist noch was drin. Nix drin. Auch wenn das hier nur ein einfaches Leben war, die Leute haben halt versucht, sich das hier so schön wie möglich zu gestalten. Ne? Dafür haben die halt die Tapete genutzt. Das stimmt. Das hat man in dem anderen Gebäude ja auch gesehen. Manche sich da richtig Mühe gegeben haben, auch mit den Wandmalereien dann im einen Badezimmer. Ich habe was richtig Spannendes gefunden. Jetzt kommt's. Wow. Jetzt weiß ich, wo sie geblieben ist in der Corona-Krise. Ist das ein Poster oder ist das ein echtes Kind? Nee, das ist ein Poster, ne? Von 1991. Hier hängt noch ein richtig schöner alter Lampenschirm. Und meine Nase läuft wie verrückt. Es ist so bitterlich kalt, Leute. Wir haben, glaube ich, minus 4 Grad. Deswegen entschuldigt, wenn ich manchmal schniefe. Ist aber auch nichts mehr. Hier ist tatsächlich das Fenster offen. Das ist tatsächlich auch noch komplett verlassen. Aber das werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr angucken. Also angucken vielleicht schon, aber wahrscheinlich kommt es nicht mit ins Video. Weil es ja am Ende dann vielleicht auch nicht so spannend für euch. Hier geht es tatsächlich wieder in so einen Dachboden, der extrem warm ist, wie ich finde. Karton von der PlayStation 1. Also auf eBay würdet ihr dafür aber ordentlich was kriegen. Nur für den Karton. Und eine schöne Handtasche liegt hier auch noch. Und hier
steht einfach auf diesem Kanister hier, Gaspulle, steht einfach derselbe Familienname drauf wie unten an dem Klingelschild. Hier sind noch mehr PlayStation-Sachen. Hier war mal ein Controller drin. Hier ist sogar noch irgendein Tannenbaum. Steht hier sogar drauf. Xmas Tree 6 Feet. Ruhig, wie der Schnee hier durchkommt. Durchs Fenster. Aber hier so runtergerieselt. Hier ist jetzt auch noch eine Wohnung, aber die sind echt komplett identisch eingerichtet. Also wir haben immer nur noch ein Badezimmer und sonst ist hier eigentlich tatsächlich nichts mehr. Aber es ist trotzdem spannend zu sehen, wie die Leute sich echt hier so ein bisschen Mühe gegeben haben, das Ganze so einzurichten. Ich sehe das hier vorne jetzt auch gerade. Hier hat auch wieder einer. Richtig schön hier. Sich das schön gemacht mit so einer Holzvertäfelung hier. Ich nehme an, dass das auch mal wieder eine Küche oder sowas war. Könnte gut möglich sein. Warum hier jetzt am Ende keiner mehr wohnt? Keine Ahnung. Hier sehen wir auch noch mal was richtig Schönes. Guckt euch mal bitte die Tür hier an. Richtig schön. Halbes Van Gogh-Gemälde. Unglaublich. Hier werden schon die nächsten Locations gecheckt. Hier ist eine nackte Frau gefunden. Die Meerjungfrau da oben. Seht ihr, wie echt jedes Badezimmer? Also das einzige Highlight tatsächlich an diesen Häusern sind die Badezimmer. Es ist, als wenn du durch so ein Kunstmuseum gehen würdest. Jeder hat irgendwie versucht, hier so ein bisschen zu experimentieren. Hier ist auch noch ein Badezimmer, das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Aber hier ist nichts mehr. Auch nur so schön mit Holz vertäfelt hier. Interessant finde ich ja auch, das kann man hier gerade so schön sehen. Hier ist so ein identischer Wohnblock und der ist noch komplett bewohnt. Das finde ich faszinierend, dass hier einfach drei Blöcke komplett nicht mehr bewohnt sind und leer stehen. Aber der Rest drumherum schon. Hier ist auch nochmal so eine Gemäldetür. Auch hier mit so einem Schließmechanismus hier für so eine Kette. Kommen wir hier raus? Ach, das war die verbarrikadierte Tür, ne? Ich schaue jetzt aber nochmal ganz kurz in den Keller. Ey, hier ist tatsächlich ein Zettel, Leute. Sehr geehrter Mieter. Ab April 1999 sind Reparaturaufträge für die Wohnungsinstandhaltung schriftlich oder telefonisch unter der Anschrift bla bla anzumelden. Nur so eine Informationszettel für die Mieter, dass hier was repariert werden soll. Das hat ja nicht viel gebracht. Irgendwie erinnert der Keller mich gerade an unseren Keller. Der sieht genauso aus. Guck mal, ob hier noch irgendwas Spannendes rumsteht. Es ist ein riesen Keller, ey. Aber hier steht tatsächlich nirgends irgendwas rum. Hier sind Spielzeugautos. Hier ist auch noch so ein kleiner Treckerreifen. Und hier hat einer Baustelle gespielt. Sonst ist hier nichts. Aber ein richtig geiler. Alter, der ist geil. Sowas liebe ich ja, wenn man sich das so ans Auto oder sowas macht. So. Und wenn es nur Deko ist. So ein richtig schöner Militär-Benzinkanister. Sieht saugeil aus. Ich gehe jetzt wieder hoch. Ja, Leute, wie gesagt, das Spannendste daran war wahrscheinlich wirklich Adventure Dog, Mooncake und Annika. Ja, die Badezimmer, also die waren auf jeden Fall interessant. Und warum das Ganze dann am Ende irgendwie verlassen ist oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben ja Arbeiter gelebt. Meine Kamera piept. Ja, ansonsten würden wir uns jetzt bei euch verabschieden. Und ja, ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Schreibt definitiv mal in die Kommentare, ob wir mal öfter was mit Mike und Annika machen sollen. Und ansonsten, ja, schönes Wochenende. Gehabt euch wohl. Macht's gut. Ciao.